Lufthansa A380er, ja oder wie oder was? Also da gab es ja sehr, sehr viele Diskussionen. Ich habe sehr viel Feedback bekommen und deshalb wollte ich das heute einfach mit Mario auch mal besprechen. Das Thema, warum, was er denkt. Ganz einfach. Er ist ja auch 380er Aficiando, aber er weiß noch nichts davon. Das nächste Thema ist natürlich Austrian Airlines versteigert für einen guten Zweck Flugzeugsitze und Trolleys, die allerdings von der Tyrolean sind. Und wer zum UEFA-Finale nach Sevilla, glaube ich, war das, ne? War das Sevilla? Sevilla. UEFA Europa League fliegen möchte, kann das mit Lufthansa oder Eurowings tun. Die haben einige Sonderflüge. Ja. Mario Hoffmeister. Lars Kosten. Und wir sind hier, um euch wieder mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An diesem heiligen Sonntag bitte ich euch natürlich, dem Abonnierbefehl zu folgen, Glocke anzumachen, ganz, ganz wichtig, unten zu kommentieren, aber auch einen Like dazulassen. Wir wollen auch direkt ins erste Thema einsteigen. Das erste Thema ist hart, das erste Thema ist schön. Warum ist es hart? Es ist deshalb hart, weil ich selber wirklich überlege, ob ich mir nicht so eine Dreierbank kaufe. Aber bei den Preisen, die aufgerufen werden, weiß ich es noch nicht genau. Ihr sagt jetzt ganz einfach, was ist denn jetzt los? Und zwar folgendes. Die Austrian Airlines hat ja die 767 ausgemustert. Einige sagen natürlich Gott sei Dank, weil die waren schon problematisch und auch oldschool. Aber man kann sonst normalerweise für Geld diese Sitze, diese Trolleys nicht kaufen. Naja, Trolleys kriegst du schon öfter als Sitze. Der Gesamterlös wird der Aktion Nachbar in Not gespendet. Das finde ich eine super geile Geschichte. Die haben also ein Charity-Projekt gemacht mit dem Auktionshaus Aurena. Kannte ich gar nicht bis dahin. Und der Vorstand von der Austrian, der Michael Tressler, hat gesagt, durch diese Charity-Aktion hoffen wir zumindest einen kleinen Beitrag zur Linderung des Leids der Menschen in der Ukraine beitragen zu können und gleichzeitig ein Stück österreichische Luftfahrtgeschichte zu teilen. Ich will jetzt gar nicht mehr über die besondere Gelegenheit für Luftfahrtbegeisterte und so weiter den ganzen Quatsch runterlesen. Mario, was hältst du davon? Ist so eine Sitzreihe etwas, was man geil findet? Ach ja. Eigentlich schon, weil die sind ja auch neu bezogen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sieht so aus, Sieht so aus. Und die Einstiegspreise, dabei wird es wahrscheinlich nicht bleiben, dabei 240 bis 360 Euro. Aber ich finde, wie du es jetzt schon sagtest, für Luftfahrtbegeisterte oder wenn man da irgendwie ein schickes Büro oder was auch immer hat, ich finde diese Art von Sitze ja schon durchaus ziemlich cool. Und insofern, wenn man damit noch einen guten Zweck dienlich sein kann, ist das eine gute Sache. Und man weiß ja auch von anderen Auktionen, damals bei Air Berlin, als da alles verscherbelt worden ist, da gibt es ja schon durchaus eine ziemlich starke Nachfrage. Und insbesondere die Bordtrolleys werden mit Sicherheit wieder gut gehen. Da muss ich auch selber mal schauen. Ja, wobei so ein Tyrolean-Bordtrolley ist nicht so meins. Also ich muss mal gucken. Also ich werde mal gucken, ob ich woanders einen kriege. Aber lass uns mal einfach drauf gucken. Die Dreier-Sitzreihe aus der Boeing 767-Flotte. Für 360 Euro ist der Rufpreis und der ist mittlerweile bei 650. Das heißt also, es wird in 50-Euro-Schritten gemacht, 700 wäre die nächste. Ja. Eine Zweierreihe liegt auch bei 650 Euro. Wer jetzt natürlich sagt, hey, ich kaufe mir doch lieber für denselben Preis eine Dreierreihe anstatt eine Zweierreihe. Das Problem ist, die Scheiße musst du dir abholen, um es mal so zu sagen. Das ist ein Problem. Ja. Das passt nicht auf eine Palette. Das steht über der Palette drüber. Das sind zwei Paletten. Das kostet richtig viel Geld. Ich habe das mal ausgerechnet. Habe da auch mal einen Spediteur gefragt, was die Bude kostet. Also es würde alleine nach Helsinki bringen, würde vierstellig sein. Also nur, damit wir mal darüber gesprochen haben. Und man hat halt auch Zweierreihen. Interessanterweise sind die Zweierreihen auch unterschiedlich. Also es gibt Zweierreihen, die einmal diese Tablett haben zweifach, also das heißt, dass sie Bulkhead haben, also da an der Wand waren, oder dann, wo nur einer hat und so weiter. Also da gibt es alles, da solltet ihr einfach mal gucken. Ich persönlich finde den ja mit der Mitte, wo er einen hat und links und rechts eine Armlehne hat, beziehungsweise links hat er ja gar keine, weil er da ja an der Wand war. Da hat man ja so einen Stummel. Richtig. Ne? Da muss man halt immer aufpassen, was es gibt, weil das ist schon eng.
auch wenn man die ganzen Sachen hinstellen möchte, das ist auch ein Problem. Also du musst trotzdem so ein Stück von dieser, ist das eine NATO-Leiste oder was ist das? Diese Runddinger-Leiste, da musst du was in den Boden einlassen oder so ein Podest bauen, ne, damit das stehen bleibt. Ja. Ja, ja, sonst hast du da ein Problem. Also ganz so einfach ist das nicht. Genau. Also im Aber Prinzip. Die sehen gut aus, finde ich. Die Farben, geil. Grau und. Also ich finde die edel. Ich habe überlegt, ob ich mir die hole. Also ganz ehrlich, aber das Problem ist, wenn das Ding jetzt für ein Tausender schießt, was ich nicht glaube, das wird weit mehr sein. Der Transport. Und die stehen, wo habe ich jetzt? Die stehen in der Steiermark, in Niklasdorf 8712, wer es nochmal nachgucken möchte. Und es gibt 186 Positionen. Das meiste sind natürlich Trolleys, aber die Trolleys, die sind ja auch teilweise zerbombt, Mario, ne? Ja, wenn man sich die so anschaut, Junge, die haben aber doch schon die eine oder andere Flugstunde hinter sich. Ja, das sind die von Tyrolean gewesen, aber es ist halt schon, naja, das ist halt Aviation-Sammlerstücke. Wer von euch einen haben möchte, ich habe ja von Turkish Airlines meinen Rollcontainer, habe den ja selber voll beklebt, deshalb sieht man das gar nicht mehr. Kommentiert unten, ob ihr da mitbieten wollt und was eure Schmerzgrenze ist für eine Dreier, Zweier oder für einen Trolley. Ganz einfach, ganz spannend, ganz wichtig. Das Thema hatte ich besprochen innerhalb der Woche, als es aufkam, weil Carsten Spohr ja gesagt hatte, haben auch andere Leute immer zwischendurch gesagt, der 380er kommt nicht. Jetzt hat aber Carsten Spohr wieder gesagt, naja, wenn die Nachfrage da ist, wäre ich der glücklichste Mensch, dass wir die 380er wieder in die Bude hochkriegen würden. Mario, tja. Was ist los? Wie der Arzt sagt, wo tut weh? Ja, im Grunde ist es im Grunde kommt die Diskussion nur deshalb auf, weil die Kollegen aus Seattle halt keine Flugzeuge liefern können, insbesondere nicht die 777X oder die 777-9. Und die Nachfrage, die Flugnachfrage steigt weiter an, sehr stark zum Teil. Und man hat keine Maschinen, um die Leute von A nach B zu bekommen. Und wie das ja auch andere Fluggesellschaften machen, die keine Flugzeuge bekommen aktuell, da reaktiviert man halt den A380. Die Freunde von Katar haben das ja auch gemacht und andere europäische Fluggesellschaften haben ihn ja regulär wieder reaktiviert. British Airways zum Beispiel und fliegen da ja auch durchaus recht erfolgreich im Moment mit. Ich selber glaube nicht, dass es zu einer Reaktivierung des A380 kommt, auch wenn der Kollege Korsten natürlich als großer A380-Fan sich darüber sehr freuen würde. Zumal es ja auch, wenn nur eine sehr temporäre Reaktivierung wäre. Ich glaube nicht, dass man den A380 dann dauerhaft quasi in der Gesellschaft lassen würde und man würde ihn ja auch nicht mehr updaten mit neuer Business Class oder dergleichen, sondern man würde dann wahrscheinlich irgendwelche Spitzen damit abfedern. Nur die Frage ist, die sind ja alle eingemottet und zwar heftig eingemottet. Das dauert ja auch Wochen, wenn nicht sogar Monate, die Dinger wieder flugfähig zu machen. Und dann frage ich mich, wer soll die Kisten eigentlich fliegen am Ende? Also du und ich kommen ja wohl dazu eher nicht in Frage und viele A380-Piloten hat die Lufthansa, glaube ich, nicht mehr. Also ich halte das für eine sehr fiktive Diskussion, auch wenn es sicherlich schön wäre, wenn eine A380 mit dem Kranich am Leitwerk wieder durch die Lande flöge. Also die ehrliche Antwort ist, glaube ich, da, wo Mario sie hingelegt hat, hätte Fahrradkette, das Thema ist wahrscheinlich in der Tat durch, genau aus den Gründen, die er eben gesagt hat. Einfach mal das Flugzeug jetzt reaktivieren, Riesenproblem. Wir haben ja gesehen an den 340-600, die sind ja irgendwann im Dezember, ist glaube ich der erste nach Malta geflogen. Ja. Und dann fing der dann an, Ende Februar, März wieder flügge zu werden. Also das waren 3 Monate und jetzt überleg mal, was beim 380er alles ist. Ja. Dann das nächste Thema ist, man hat ja nicht eben 380er-Piloten. Das heißt also, die Piloten sind ja alle umgeschult worden auf 350er oder sind aus dem Konzern sogar weg. Man hat hat das Know-how gar nicht da. Dann die Kabine. Also das ist halt ein Riesenaufwand. Und ihr seht ja auch zum Beispiel an dem Beispiel, was wir gestern gebracht haben bei der Qantas, was das für Kosten sind, eine Strecke zu betreiben. Und diese Kosten für eine 380-Reaktivierung, auch wenn es nur als Teilflotte mit 8 Flugzeugen oder 7 Flugzeugen,
wie viel ist 14 minus 6 sind 8, 8 Flugzeugen. Das lohnt sich nicht wirklich für die Lufthansa, also unter keinen Umständen. Wenn sie Geld kriegen von Boeing als Kompensationszahlung, glaube ich eher, dass sie das irgendwie investieren in was anderes. Und man hat ja noch ein paar 340 und bei 340-300er, die man aktivieren könnte, die alten Buden. Man hat die 747, die noch weiterfliegt, die ja eigentlich auch weg sein sollte. Also insofern... Die 400er. Ja, die 400er. Ja. Genau. Dass man da halt, ja, also den 380er, den wird man halt nur noch mit Kondom sehen und dann eventuell von Teruel rausfliegen und als Hotel vielleicht so oder so. Also, ja. Schauen wir mal. Und ihr werdet auch verstehen, warum wir das sagen. Warum? Ganz einfach, weil das nächste Thema geht knallhart weiter mit Airbus und Lufthansa. Und das ist ja das, was die Spatzen vom Dach gepfiffen haben. Ich habe es ja eigentlich schon gesagt, nachdem ich mit Carsten Spohr in Brüssel gesprochen habe. Ich kann es euch nur immer wieder sagen. A350-1000, das sind die Buden, die für Aeroflot gewesen sind. Und für Qatar Airways gewesen sind. Und die für Qatar, die für... für Aeroflot sind sie ja auch dran. So. Und da möchte man halt einfach, die loswerden. Die 350-900er, die 350-1000er. Das ist halt einfach das Thema. Man hat 22 bestellte 350-900er für die Aeroflot irgendwie schon geliefert, aber der Rest noch nicht. Also, das heißt, die Slots wären für Lufthansa frei. So ein Leitwerk mal eben umlackieren ist ja jetzt nicht so ein Problem, ne Mario? Nö, ich denke nicht. Das, die könnte man natürlich sicherlich gut gebrauchen. Allerdings, wenn man eine Alternative zur 777X haben will, dann müsste es ja schon die A350-1000 sein. Die hat ja Lufthansa meines Erachtens oder meines Wissens bislang noch gar nicht bestellt gehabt. Also da würde man dann tatsächlich einen komplett neuen Flugzeugtyp aufnehmen. Und die Frage ist dann tatsächlich, geht die dann wieder zurück oder hat man ein weiteres Muster dann nachher im Fuhrpark, wenn die 777 dann wirklich irgendwann mal kommt? Fragen über Fragen. Für die Piloten ist es sicherlich nicht das Problem, ob sie den 900er oder einer 1000er fliegen, aber für die Lufthansa, was die Wartung und dergleichen angeht, dann ein weiteres Flugzeugmuster zu haben, ich weiß es nicht. Es wäre sicherlich nicht verkehrt, weil die 1000er wären natürlich auch ein Kandidat, um die 747-400 zu ersetzen, was die Passagieranzahl angeht. Und es ist ja eigentlich ein schönes Flugzeug. Die Frage ist nur, was baut man dann letztlich an Bestuhlung rein? Also neue Business Class, neue First Class, neue Premium Economy. Man darf gespannt sein, aber man würde sicherlich natürlich eine Menge Kerosin und Energie sparen bei den neuen Flugzeugen. Also ich sag mal so, der 1000er wird jetzt nicht so eine große Problematik darstellen im Vergleich zum 900er, weil man hat in der Bude. Also da hat man ja quasi dasselbe Flugzeug. Das ist wahrscheinlich wie ein 340-300, 340-600 oder wie ein 320-321er. Ja. Muss halt ein bisschen bei den Rotationen aufpassen mit den Geschwindigkeiten und so weiter. Aber das ist ja Daily Business für Piloten. Ich finde es spannend allerdings zu überlegen, ob nicht die Variante auch da wäre, dass Boeing dann ganz einfach unter Druck gerät und Lufthansa sagt, behalt die Bude ganz. Die Flieger, die wir bestellt haben, machen wir nicht, Airbus hat uns einen geilen Deal gemacht. Wir bleiben bei der 1000er, weil die 1000er, die 777-9, komplett in einer Art und Weise ersetzen kann, die man sich nicht vorstellt. Was natürlich auch spannend ist, ist natürlich, inwieweit Lufthansa das nutzt, um eventuell dann die Business Class zu verkleinern, die Premium Economy zu vergrößern und die Economy nochmal zu vergrößern. Die First Class denke ich nicht, dass das mehr als 4 Sitze werden, wenn überhaupt, weil die Zeit der First Class ist in meinen Augen schon so ein bisschen gezählt. Warum? Ganz einfach, weil die First Class gegenüber der Business Class nicht mehr so den Nutzen hat. Weil, Mario, schau dir das nochmal an, die haben da mittlerweile Türen. Ja? Das heißt also, so eine getürte Business Class hat auch mehr Privacy, als die Lufthansa First Class heute hat, oder?
Das ist in der Tat so. Und selbst bei der First Class der Swiss ist ja die Tür nicht ganz verschließbar. Und es ist ja auch nicht eine richtige Tür, sondern du hast ja dann da quasi ja deinen Kleiderbügel da hängen. Es ist tatsächlich so, wenn du, also sagen ja auch viele, die ich so kenne und sagen, ach komm, wenn ich einen guten Business-Class-Seat habe, der lang genug ist, den ich vollkommen horizontal einstellen kann, wenn ich Zugang zum Gang habe, mehr brauche ich eigentlich nicht, dass ich dann noch einen besseren Champagner habe und noch ein anderes Essen oder noch einen besseren Rotwein, brauche ich eigentlich nicht. Das Einzige, aber da würde man sicherlich auch Lösungen für finden, das Einzige, was natürlich für viele sehr angenehm ist, wenn sie öfter First Class fliegen, ist natürlich der Service, insbesondere am Frankfurter Flughafen oder in Zürich, wirst direkt zum Flieger gefahren, hast ein eigenes First Class Terminal, das ist natürlich schon ein Benefit, aber man könnte auch ohne leben. Also das ist jetzt nice to have und ich denke mal, andere Fluggesellschaften fliegen ja schon sehr lange ohne First Class und sind ja auch nicht unerfolgreich. Ja, in der Tat. Wobei, so als Hon ist mir das ja wurscht, ob ich Economy fliege oder sonst wo. Ich gehe das First Class Terminal. Aber das nur so als Randbemerkung für alle, die nicht haben. Ja, kommentiert unten, was ihr davon haltet, ob das eine Alternative ist, ob der 380er, das haben wir vorher, weiß ich gar nicht, haben wir dazu aufgerufen zu kommentieren? Na, kommentiert einfach zum 380er auch, ob ihr sagt, der kommt wieder oder er kommt nicht wieder. Sagt ihr, dass die 777-9 für die Lufthansa uninteressant wird, wenn sie 350.000er nimmt? Und wie findet ihr das, dass bei Rudis Resterampe, heißt doch so, die Lufthansa immer wieder zuschlägt? Also ich finde das eigentlich clever, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Also ich finde das nicht mal doof. Sie wundern sich über den günstigen Preis. In den schwierigen Zeiten, wunderbar. Ja, also ich finde das in Ordnung. Und Carsten Spohr, egal was man von ihm denkt, er hat die Firma durch diese Zeit gebracht. Er ist manchmal ein bisschen brachial unterwegs, wenn es um Crew- und Kosteneinsparungen geht, was man bemängeln kann und auch muss, weil ich finde, dass teilweise die soziale Komponente fehlt. Aber in diesem Fall, wenn es um Flugzeuge geht und Airbus, da trifft es keinen Armen und Boeing hat das selber verkackt. Wobei ich trotzdem, ich habe die 777 ja in Dubai gesehen auf der Airshow. Das ist schon Wahnsinn, was die da macht. Also wenn man sieht, wie die performt, die war natürlich leer und alles, aber geiles Teil, also es ist schon... Ja, und ohne Frage. Die Frage ist auch, wenn tatsächlich die 777 nicht kommt und die Dreamliner, das ja, wenn man sich von denen auch noch verabschiedet, dann hätte man ja quasi eine reine Airbus-Flotte und dann macht man sich, finde ich, auch ein bisschen zu sehr von Airbus abhängig. Die paar 747-8, die sind ja dann nicht wirklich nicht mehr nennenswert. Das hat ja schon eine Strategie, dass man auf beide setzt, um auch sozusagen die Konkurrenzsituation aufrechtzuerhalten, damit man bei zukünftigen Flugzeugbestellungen immer den einen gegen den anderen ein bisschen ausspielen kann. Aber wenn man dann am Ende nur noch Airbus hat, dann hat man auch eine gewisse Abhängigkeit. Und, du siehst das doch bei Ryanair, die sind ja auch eine reine Boeing-Geschichte, außerhalb jetzt der paar Airbusse, die sie mal geerbt haben über Lauda oder über andere Veranstaltungen mal hatten und haben. Die drohen ja einfach immer nur, genauso ja wie auch in den USA die Southwest einfach droht, ich gehe auf den 220er und dann stehen die bei Boeing stramm und haben ihnen die Max auch hinterhergeschmissen. Also insofern ein Argument, aber ich weiß nicht. Schauen wir mal. Kommentiert unten. Champions League heißt das zwar nicht, aber das heißt UEFA Europa League. Ich bin kein Fußballfan, deshalb bin ich da auch kein richtiger Ansprechpartner zu. Aber Frankfurt hat 8 zusätzliche Sonderflüge nach Sevilla und Jerez. Jerez kenne ich doch, glaube ich, von der Formel 1. Ne? Und ab München 7 zusätzliche Sonderflüge nach Sevilla und Jerez. Ab sofort buchbar. Eintracht Frankfurt steht seit gestern Abend. Ist das gestern Abend? Ne, vorgestern Abend. Ne? Vorgestern Abend in dem Endspiel der UEFA Europa League. Ihr könnt jetzt natürlich über die Eintracht sagen, was ihr wollt. Das sind ja, wie heißen die nochmal? Appler? Wie ist der Fachbegriff für Eintracht? Ist das nicht Zwietracht Frankfurt? Zwietracht Frankfurt, nein. auf jeden Fall eine sensationelle Leistung. Man muss es einfach mal so anerkennen.
Ich habe es noch nicht mal gesehen, es ist an mir vorbeigegangen. Ich habe es einfach nur aufgrund der Pressemitteilung der Deutschen Lufthansa AG festgestellt, dass da was passiert ist. Also auf jeden Fall vertreten Sie doch Deutschland da, mehr oder weniger, oder? Kann man das so sagen? Ja. Wer Sie also unterstützt? Keine andere deutsche Mannschaft mehr dabei ist im internationalen Geschäft, vertreten Sie uns. Ja, also insofern gibt es halt drei planmäßige Flüge von Frankfurt und München. Gibt es jetzt 15 Sonderflüge, die nach Sevilla und nach Jerez gehen. Am Frankfurt können Fans am 18. Mai insgesamt 7 Abflüge. Warum schreiben die das permanent rein, dass das 7? Also ich meine, irgendwann wird man ja wuschig, ne? Also auf jeden Fall hat man da halt ein paar Abflüge. Ja. Die Rückflüge sind jedenfalls für den 19. Mai geplant. Das nur dazu. Wer dahin möchte, sollte das tun, kann mit dem Kranich fliegen. Wird wahrscheinlich mit dem Airbus fliegen, weil es A321er sind oder sowas. Und 320er von der Eurowings und der Lufthansa. Ich finde es einen guten Zug. Aber denkt dran, euch an Bord zu benehmen. Und wir drücken trotzdem die Daumen. Also auch wenn ich, ich bin ja kein Fußballfan. Natürlich. Tut mir leid. Ja, drückt trotzdem die Daumen für die Frankfurter. Ja, ich mache das jetzt auch im Fernsehen. Drückt man die Daumen so? So? Mach mal es so, Herr Hofmeister. Ja, weiß nicht. Irgendwie. Wir drücken die Daumen. So. Ja, okay. Schon okay. Zerdrücken okay. Die Daumen nur nicht. Das okay. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV mit dem Lufthansa Group Update aus der Take-Off-Reihe mit dem Special am Heiligen Sonntag. Danke, dass ihr uns auch unterstützt. Danke, dass ihr uns abonniert. Danke, dass ihr uns beglockt. Kann man das sagen? Beglockt? Auf jeden Fall die Glocke. Nein, beglockt nicht. Er hat heute schon, er ist schon beglockt worden. Das klingt auch irgendwie falsch. Er ist schon beglockt worden. Kommentiert, wie gesagt, unten. Lasst uns ein Like da. Danke dafür. Und Herr Hofmeister, sagst du auch tschüss? Schönen oder? Sonntag, würde ich sagen. Ja. Ja, tschüss, schönen Sonntag. Ja, tschüss. Adios. Akropolis, adieu.